Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, ihr seht richtig, wir haben gerade einen Blackscreen. Das liegt daran, dass ich jetzt euch etwas erklären muss, weil ihr vermutlich gleich erstaunt darüber sein werdet, warum wir gleich, wenn das eigentliche Video beginnt, plötzlich an einem komplett anderen Ort sind. Und wieso der Michael, der dann quatschen wird, darauf gar nicht eingeht, weil er es noch gar nicht weiß. So, das Problem ist, ich hatte einen Datenverlust und dank Backup, Restore, so konnte ich auch das meiste davon retten. Jetzt, nachdem ich alles kontrolliert habe und nochmal geprüft habe, wie kann ich noch irgendwie was nochmal retten und so, habe noch irgendwo die Rohdateien übrig, kann ich sagen, 3 Folgen vom Let's Play zu Tales of Arise sind leider unwiderruflich weg. Das sind genau diese 3 Folgen, die jetzt kommen würden, sprich diese Folge 10, 11 und 12, beziehungsweise die ursprünglichen Folgen. Weil jetzt kommt halt Folge 13 nach und wir machen halt direkt jetzt hier da weiter und ich nenne es jetzt einfach Folge 10. Der Grund, wieso dann nicht mehr noch was machen kann, ist eben, wie bereits erwähnt, die Rohdateien von Folge 10, 11 und 12 sind futsch. Auch im Backup und so und irgendwo mehr verfügbar. Weil es irgendwie ganz doofer Zeitpunkt war zum Abspeichern. Ich da ein bisschen zu voreilig war mit Videos auf meinen Server laden und dann die Rohdateien lokal löschen. Das Problem ist, ich kann es auch nicht mehr nachspielen und nicht mehr so einfach, weil der letzte Speicherpunkt, wo ich es nachspielen könnte, wäre der, kurz bevor wir Wolvan besiegt haben. Und ich denke, ich hatte euer alles Verständnis, wenn ich da einfach sage, tut mir leid, aber die 9, 10, 11, 12 Folgen, die da wären, die spielen nicht nochmal nach. Weil ganz ehrlich, diese 3 Folgen, die jetzt kommen, das ist auch nicht viel. Es ist nicht viel passiert. Wir haben ein paar Sidequests gemacht, ein paar Ebenenboss, also das Jugelsplug gemacht und wir haben uns schon mal auf dem Weg zum Keil begeben. Das ist das Einzige, was ich denke, ja, ist doch ein bisschen schade, weil es 2, 3 Gespräche gab auf dem Weg dahin. Also letzte Folge, Folge 9, da haben wir noch irgendwas erwähnt von wegen, ja, 1, 2 Sidequests und dann Story mit dem Keil weitermachen. Dafür müssten wir eigentlich zu einem Schiff gehen. Wir wissen ja auch, welches Schiff das ist. Ist auf der Karte markiert und so, und das wird uns dann zum Keil bringen. Das ist mittlerweile, jetzt halt offscreen, weil die Folgen ja weg sind, ist es auch schon passiert und wir starten in wenigen Sekunden direkt beim Keil. Und wie bereits erwähnt, das ist halt jetzt alles Vergangenheit, auch die Aufnahme selber und so, und der Vergangenheits-Michael von jetzt Folge 10, da keine Ahnung, was da passiert ist und passieren könnte, woher auch. Deswegen bitte ich euch, das zu entschuldigen. Sage aber trotzdem an der Stelle, danke für euer Verständnis und viel Spaß mit dem Rest des Videos. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, Freunde, es ist ja Zeit für Tales of Arise. Mit der Hauptstory sind wir wieder dabei und wollen hier den Kern des Keils finden und zerstören. Klingt ja sehr einfach und wird es garantiert auch. Okay, erstmal ganz kurz umgucken. War es mit dir? Kann man mit dir wieder zurückfahren oder was? Okay. Nee, danke. Sagt die Map aktuell, wir sind einfach hier. Wir können sonst. Oh, wir können auch so direkt weiter. Sonst geht Eulenwald der Keil. Okay, wir können auch so wieder hin und her. Sehr schön. Gefällt mir. Ich könnte zwar, was ich in der letzten Folge verpasst habe, zum Schluss ihn noch abzuspeichern. Das kann ich ganz kurz nachholen. Kurz gucken. Das sind die Anfangsfolgen nach der ersten Staffel. Aber aus irgendeinem Grund nicht überschreiben wollen. Deswegen lass das jetzt mal. Hat hier unten weitergemacht. Okay, dann mach jetzt mal den da. Kann man es angucken, hier ist überall nichts los. Okay. Boah, sieht das hier einladend aus. War einfach mal so ein Höhleneingang, wo man sich denkt, hä? Ernsthaft? Aber ja, offenbar will uns jemand da drin haben. Interessant, dass Rinwen in der letzten Folge diese Stimme wahrnehmen konnte, aber Dualim und Shione nicht, obwohl sie auch Astralenergie spüren können. Und auch einsetzen. Der Keil. Das erinnert mich irgendwie an den, Moment, ich sag's gleich, weil kommt gleich vielleicht noch irgendwie eine Quatschszene oder so.
see that the interior of the wedge is every bit as strange and unusual as the exterior. Intriguing. If I didn't see it come from Lenegas, I wouldn't believe it was Renan. Just what's with this place? Yeah, it's all twisty and lumpy. Whatever it's all for, I'm stumped. Wisst ihr, woran mich das Ganze erinnert? Also vom Aufbau her, auch weil wir jetzt irgendwie innerhalb eines irgendwie lebendigen Dings sind, aber nicht genau wissen, ob es mechanisch, biologisch ist oder so. Erinnert es mich an The Legend of Zelda Queen of Time, den Deku-Bau im Innern. Ein bisschen, aber vom ganzen Aufbau her mit den ganzen Farben und so und da eine Öffnung und so, weil man auch farblich hervorgehoben. Auch an Ocarina of Time, aber an Ganon's Turm. Ganz am Ende des Endspiels. Okay, da ist noch was. Orange Lilie liegt hier rum. Okay, was ist das hier? Irgendwelchen Teleporter für den Rückweg. Okay, nochmal gucken. Jugel, so warte ich hier jetzt eigentlich ja weniger. Wundern wir uns mich auch. Ja, super. Ich sag noch so. Die erwarte ich hier nicht. Was passiert? Da sind schon ein paar. Haben wir für ein Level? Ah, geht. Ich glaube, das ist ein bisschen sauer. Hammer! Hammer! So, das mit denen. Gibt es noch ein paar Erfahrungspunkte? Ja, naja. Jetzt kriege ich immer den Bonus drauf. Sag mal, könnte sicher zum Craften von neuen Waffen gut sein. Guten Tag. Weitere Killergurken, die bereits am Blühen sind. So. Running Tiger Blade! Bye bye! Ach, liebe, wenn der Plan aufgeht. Ja. Ah, Lumina-Kern, genau, der ist sowieso. Okay, ansonsten, da wird es weitergehen. Es geht trotzdem mal nach unten. Das soll eine Leiter sein, okay. Ja, ganz ehrlich, hätte jetzt die Minimap nicht gehabt, ich hätte das nie im Leben gesehen. Oh, wieder die Viecher. Oh, da sind noch ein paar andere. Das wird ein bisschen härter. So, jetzt bin ich langsam sauer hier. Prepare to be seized.
Phoenix Cyclone! Nochmal! Puh, die waren etwas härter. We got some good equipment. I can't say its appearance is to my taste. Ernsthaft, ein Fluchamulett soll gut sein? Fluch annullieren. Nee. Naja, gut. Kann man sich jetzt überstreiten, aber ich sehe sehr, wie Dualim ist ja nun nicht mein Geschmack. So. Gehen wir doch mal hier weiter in den nächsten Raum. Bin gespannt. Äußere Hülle, Spiral 1. Wie lange wird dieser Tempel wohl dauern? Und was werden wir am anderen Ende erwarten? This is all Dana's astral energy. Are you saying the Renans are funneling it through here to send to Lenegas? Sure looks like it. We have to put a stop to it. Quickly. Dem sehe ich auch so. Ernsthaft, nur zwei von euch? Oh, ist er neu? Was? Level up für Elfen, das gefällt mir. So, hier runter. Dann von da kamen wir, gehen wir mal hier hoch. Huch, okay. Vielleicht auch nicht ganz so groß. Chaosfigur, nee. Haben wir schon mal gesehen, das sind wohl die stärkeren Varianten. Hä? Ah, sind sie wieder. Ja, jetzt können wir wieder nicht angreifen, wenn sie so sind. Du bleibst schön hier. Okay, ging schnell. I wonder where you come up with those moves. I could say the same to you. Good thing we're on the same side, huh? This seems strange. Like it should be among creatures you'd find in a forest. Cut it out! I don't need to hear that. It's gotta be man-made, right? Were it so, it would not be any easier to predict. Remain vigilant. Okay. Ja. Doch. Hm. Gibt verschiedene Eingänge wieder. Was? Hinrichtung, okay. Ich bin schon mal vielversprechend.
Bye bye. Ausbeute? Jo. Oh, wir starten schon wieder. Kuckuck. Nach Glück und nach Glück sind einfach irgendwie direkt vom Monster losgehen und erstmal gucken, ja, gegen welches Monster die anderen fighten wollen. Wie du halt immer irgendwie Kisawa irgendwie einen Move machen will. So, er ist auch gleich hinüber. Dem Herrscherhieb hingerichtet. Oh yeah. Ja, kann man durchaus so sagen. So, hier eine Leiter wieder höher geht, und im anderen geht's. Hä? Okay, wir haben hier einen Raum, hier geht's. Da ist eine Treppe, da ist eine Treppe. Warte mal, ich glaube, hier geht es nicht auf eine neue Ebene. Hier ist, glaube ich, einfach nur ein Item da oben, oder? Also schon eine neue Ebene, aber halt nur eine so eine Plattform, mehr nicht. Anders, da hat es halt gelohnt, ey. Meine Güte, so, aber das ist schon die oberste Ebene, okay. Da drüben, ja. Geht es ja gar nicht weiter da drüben? Also muss ich quasi durchs Tor, damit es weitergeht. Kann man gucken. Jo, sieht so aus, wa? Wir haben noch extra starke Bosse. Also Bosse, Monster. Ja, kann ja was werden hier. So. Dann auf den Knilch. Freeze Lancer. Ah, immer so schnell down. Fujigato, Freunde, Fujigato. Good to know my training's paying off. And what, pray tell, does this training of yours entail? Why? Interested in joining me? Nein, ah, nicht so weit. So. Roter Lavendel. Ich liebe Roter Lavendel. Ja, Power, sehr gut. So, jetzt sind wir hier auch durch und würde sagen, durch die erste Türe. Oh Mann. Umschlungen von Astral Energy. Mhm. Mal hinten geht er noch weiter. Okay.
This place definitely isn't easy to navigate. That's for sure. I doubt this structure was conceived with the ease of people's movement in mind. Yeah. We've been seeing nothing but Zoogle nests. It's almost as if we're inside an incredibly immense spirit vessel of some sort. A spirit vessel? If that's the case, then that would make Lenegas the master core that's receiving all the astral energy. Hey, have you heard that voice again since we came in here? Oh, so now you believe me. I never said I didn't believe you. The further in we go, the stronger the voice gets. Is that a sign we're going the right way then? Where's this voice coming from? Can you tell? Yeah, kind of. I hear it inside me, but I feel like it's also coming from every direction around us. It's hard to describe. It's almost like it's surrounding me. Surrounding, huh? Considering astral energy is involved, it's not that unusual. Right, but it's not scary or anything. Listening to it is really soothing. If you think so, just promise you'll say something if the voice gets too clingy or anything. I promise. Wenn Rinwell die anziehende Stimme hören kann, könnte es irgendwie etwas damit zu tun haben, dass sie eine danäische Magierin ist, sprich, es könnte vielleicht der Planet selber sein, die nachher ruft. Klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber bei den Spielen, ganz ehrlich. Ich glaube immer noch daran, dass wir irgendwo mal noch auf die Elementargeister treffen müssten. Irgendwie. Erinnern wir uns, wir haben ja mal so eine, ich sag jetzt mal, es ist 100 ein Abklatsch gewesen von Ifrit, haben wir mal gesehen, zum Beginn des Spiels. Also damals Balsef Black gemacht haben, den ersten Lord. Wenn es natürlich für jede Energie halt einen so einen Geist gäbe und theoretisch ja für das Lichtelement auch einen. Und Lichtelement gibt es ja nur hier auf Dana, nicht auf Rena. Wäre es vielleicht eine Idee? Dass vielleicht der, der Lichtgeist ist, der nachher ruft? Hammer! So, auch erledigt. Sehr gut, Freunde. Oh, wir können hier aber noch gut trainieren, so wie es aussieht. Teils bereits auf Level 40. So, wer darf es zerstören? Oh. Ausdauerring. The design of this equipment is real. Die Resistenz hoch, aber nein, wir durchdringen wieder. Ziemlich schwach. Ich glaube noch nicht. Ein paar Chaosfiguren, naja. Make your way!
Freaks! Why can't they just sit still? Sia, can you take care of them? No sooner said than done. Look sharp! Lightning Tiger Blade! My turn! They blood. Eat them! Radiant! Bloody howling! So schnell kann's gehen. So, nochmal etwas für Elfen, so wie es aussieht. Yo! Das Flammenschwert, der Blazing Sword. So. Etwas Besseres, bitte. Wiederbelebungsring. Wäre ja eigentlich etwas für Elfen, sag ich jetzt mal. Ich habe zwar das Stichemblem bereits. Ja, deswegen. Oder? Verschione. Sie hat so einen Elementarangriff natürlich drauf, was eigentlich cool ist. So viel Damage macht sie eigentlich ja nie wirklich. Das heißt. Ja, gut, es ist nur 50%. Muss halt ein bisschen gucken. Wie oft diese 50% wirklich getriggert werden. Wenn es zu selten ist, dann schmeißt den Ring wieder weg. Oh, warte mal, so ein Viech. Ja. Komm, wir machen den jetzt noch platt. Der ist nur 34, also. Hat aber trotzdem relativ gut rein. Zum Finishen ist noch ein bisschen zu früh. Wow, da bin ich ja weggeflogen, ey. Und tschüssi Kato, tschüssi Fucho, wie auch immer, der ist hinüber. Naja, du heilst mir sowieso gleich wieder. So, wir sind da vorne wieder so eine Vorrichtung. Spirale 1, okay, damit, keine Ahnung, wenn wir damit die Spirale ändern oder so. Hier geht's auch noch weiter. Da wird ein paar Viecher, ansonsten. Na, aber der Karte betreten. Huch, okay, hä? Jetzt ist natürlich die Frage, Spirale 2, Spirale 1, Spirale 3, Und dann geht sie vielleicht irgendwie zu Spirale 4 oder so, keine Ahnung. Freunde, das will es mehr, wenn wir erfahren, in der nächsten Folge zurück bei Tales of Arise. Sind noch einiges zu tun hier, aber es sieht schon nicht schlecht aus, sowohl für uns als auch für, na gut, für Dana sieht es schon schlecht aus, aber wir kriegen es hin. Wir werden den Planeten retten, den Aegis erstürmen und keine Ahnung, was wir noch alles vernichten werden. Wir werden sehen. Bis dahin, bye bye.